Willkommen zu einem neuen Video am Flohdreh Stromberg. Mein Auto ist jetzt lila. Also am Sonntag ist das Vereinsrennen. Ich habe mich angemeldet. Eigentlich wollte ich da so einen Kram gar nicht machen. Aber ich dachte, irgendwie ist lustig. Und ich habe mich mal angemeldet. An meiner Voice-Over-Stimme hört man es vielleicht. Die Aufnahmen sind von Freitag vor dem Rennen und ich bin samstags mit Halsschmerzen aufgewacht. Richtig toll. Und jetzt ist Montag nach dem Rennen, wo ich mal wieder etwas fit bin, um Videos zu schneiden. Obwohl ich lieber biken würde. Aber jetzt kann ich mal ein paar Videos aufarbeiten, die sie so angesammelt haben. Dieses Jahr war geplant, das Vereinsrennen über Abschnitt 1 und 2 von Whitehawk zu gehen. Schön am Stück. Ich hätte den Akku ausbauen müssen, so als Fairness für die anderen. Waren irgendwie auch noch 3 E-Bikes, die angemeldet waren? So, im Nachgang bin ich etwas froh, war wohl doch eine sehr starke Matschparty. Aber ich weiß es nicht, ich lag hier am Bett. Gleich testen wir noch die Geräte für die Zeit nach. Ach, schon mal den Akku dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht. Ich vermute mal, dass wir am Rennen nicht diese Strecke hier fahren. Vermute mal, das Rennen wird rot, oder? Ich glaube, keine Sprünge. Nee, mach, ich glaube, alles auf. Nur Abkürzungen werden zugemacht. Wir testen jetzt diese tollen Transponder hier. Ich fahre auch langsam vorbei und guck und versuch zu hören, ob es piepst. Ich habe nichts gehört. Ich auch nicht. Ah, hat gepiepst. Geht doch mit der Geschwindigkeit da durch. Geht eigentlich schon, ja. Ist halt nicht geradeaus durchballern, muss halt ein bisschen... Nee, es ist richtig. Es gab die Überlegung, am Ausgang das Gatter abzumachen, damit man besser durchfahren kann. Ich finde, das gehört dazu und sollte nicht abgemacht werden. Ich glaube, so ist es dann auch gewesen. Es ist auch die ganze Strecke offen, also blau, rote und schwarze Linie. Kann man sich dann aussuchen, wo man selbst am schnellsten ist. Ich bin noch etwas am Ausprobieren. Hat gepiepst. Ja, ich hab's gehört. Baum angeguckt. Noch 5 Minuten. Können wir mal Strecke gucken? Wir fahren. Hier macht beim Fahren keinen Sinn. Da wäre ein kleiner Breedjump gut, aber das klappt bei mir noch nicht so ganz. Ich hätte auch den Motor ausmachen sollen. Habe ich irgendwie auch verrafft.
Aber so als grobe Richtung, wie schnell meine Zeit gewesen wäre, blende ich sie mal oben rechts ein. Nicht, dass es jemanden interessiert. Das Steingap ist die schnellere Linie, weil man von oben schön runtergeschossen wird und man gut Geschwindigkeit aufbaut. Der nächste Sprung, den nimmt man einfach mit, der ist egal. Und danach schießt man dann hoch und nimmt die rote Linie, also der mittlere Sprung, am besten halt auch mit einem Breedjump. Das habe ich aber auch wieder gleich verrafft. Mal den Motor ausgemacht und die rechte Linie getestet, aber die ist irgendwie unnötig. Auf keinen Fall über den Step-Up, Step-Down fahren, das kostet einfach zu viel Geschwindigkeit, weil man zu stark gebremst wird auf der Auffahrt. Die kleinen Drops und Klicker danach einfach wegdrücken, Pre-Jumpen oder einfach umfahren. Hier weiß ich nicht, wie es abgesperrt wird. Hier gab es ein paar Diskussionen, was schneller ist. Ich habe mich für diese Line entschieden, also die rote, da ich mehr Geschwindigkeit mitnehmen kann, weil die Kurve nach dem Bonaloch für mich enger ist und ich habe jetzt nicht so mit engen Kurven. Die beste Zeit beim Rennen lag übrigens bei 2 Minuten, 0 Sekunden und 871 Millisekunden. Und das bei Matsch und Regen. Ich würde ja so 20 Sekunden dann bei mir nochmal oben drauf rechnen, hätte ich das Ganze bei Matsch und Regen gefahren. Nur mal so als Anhaltspunkt. Sagt ja echt viel aus über meine echt gute Zeit hier. Ich glaube, nächstes Jahr überlege ich mir das, ob ich teilnehmen soll. Es muss ein Zeichen sein, dass ich danach krank geworden bin, nach diesem Tag hier. Wird hier wahrscheinlich Ende sein. Ende war hier. Ah ja, dann bis zur nächsten Tour, wo ich vielleicht mal nicht krank bin.